Eigentlich wollte ich heute ein neues Video hochladen, aber ich habe irgendwie was länger gebraucht und deswegen rendert das gerade noch. Und dann nutze ich doch direkt mal die Zeit, um darüber zu renten, warum ich so spät fertig geworden bin. Es geht nämlich um das, was hier drin ist. Wenn wir hier nämlich mal in so eins reinschauen, ja, da sind Widerstände. Kann man nicht genug haben, so die E12-Reihe hat der Bastler meistens da, so auch ich. Und die hatte ich mir vor einiger Zeit aus verschiedenen Quellen zusammengekauft, unter anderem jenes Paketchen hier. Das sind nämlich Widerstände und wenn wir hier ein bisschen drauf schauen, dann sehen wir, was da auf dem Schild steht. 120 Kiloohm, Viertel Watt, 5%. So, dann habe ich mir da draußen Spannungsteiler gebaut und dann hat es gequalmt. Und naja, die hier sind jetzt zum Beispiel von Pollin, wie man an dem Schild erkennen kann. Und wenn wir jetzt mal auf die Widerstände schauen, tja, wem fällt da etwas auf? Braun, Rot, Schwarz, das sind keine 120 Kiloohm. Das dürften nämlich 12 Ohm sein. Und 12 Ohm? Schlecht. Qualmt. Also, was sagt uns das? Vertraut nie auf die Schilder der Hersteller. Die verwechseln gerne mal was. Und im Zweifelsfall, wer die Farben nicht kennt, besser nachmessen. Spart eine Menge Qualm.